In diesem Video wirst du erfahren, was dich die ganze Zeit schon davon abhält, endlich stressfrei sehr gute Noten zu schreiben. Willkommen zurück, Oberstufenschüler. Hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach. Und in diesem Video werden wir darüber sprechen, was dich die ganze Zeit schon davon abhält, endlich stressfrei sehr gute Noten zu schreiben. Denn ich bin ja sehr viel mit Oberstufenschülern in Kontakt, sei es durch eure YouTube-Kommentare, die Instagram-Nachrichten oder natürlich auch unsere Coaching-Teilnehmer. Und da merke ich eigentlich immer wieder verstärkt eine Sache, dass ihr eigentlich nur an zwei größeren Problempunkten hängt. Ja, entweder ihr schreibt noch nicht die Noten, die ihr euch die ganze Zeit eigentlich schon wünscht, oder ihr fühlt euch einfach viel zu gestresst, habt die ganze Zeit Druck und fühlt euch einfach nicht wohl. Ja, und grundsätzlich ist es so, dass ich euch empfehlen würde, und so wie ich auch weiß, wie es bei euch in der Regel von der Priorität her ist, dass ihr ja erstmal sagt, okay, lieber habe ich sehr gute Noten und fühle mich nicht so ganz wohl dabei, als dass ich mich wohlfühle und dafür nicht Noten schreibe. Ja, was davon wichtiger ist, möchte ich persönlich für mich nicht bewerten. Für mich sind meiner Meinung nach beide Dinge sehr, sehr wichtig, wenn man zum Beispiel in Bezug auf die Noten auch ein entsprechendes Ziel dahinter verfolgt. Aber Fakt ist, für die meisten von euch und auch genau diejenigen, an die dieses Video auch adressiert ist, ihr seid eher auf der Seite, dass ihr sagt, lieber mal noch den Zielschnitt erreichen und dafür ein bisschen mehr Stress auf mich nehmen als umgekehrt. Und da würde ich auch sagen, lasst uns gerne das Ganze mal von dieser Sichtweise her angehen, weil ihr könnt das so auch ein bisschen einfach hinbekommen. Ja, es ist ein bisschen einfacher, sich reinzustressen, dann die Noten zu schreiben, die man sich wünscht, und dann mit der Zeit den Stress auch zusätzlich rauszunehmen und gleichzeitig das Niveau zu halten, als erst keinen Stress zu machen und dann sehr gute Noten zu schreiben. Ja, deswegen, was da ganz, ganz, ganz wichtig ist zu verstehen, ist, dass die primäre Sache, die dich davon abhält, sehr gute Noten zu schreiben, jetzt unabhängig mal auf welche Art und Weise, also wie du dich dabei fühlst, ist eigentlich, gibt es dann nur drei Komponenten. Die eine Komponente ist, wie viel du tust. Und da musst du dir jetzt dich selbst einfach im Spiegel anschauen. Ja, ich weiß, dass viele von euch schon ziemlich viel machen. Ich weiß, dass einige von euch nicht so viel machen. Das ist ganz einfach, wenn du nichts für die Schule tust, kannst du keine sehr guten Noten schreiben. Ja, manchen fliegt das zu, aber für die absolute Mehrheit gesprochen wird das Ganze nicht funktionieren. Du musst schon erstmal gut auch lernen dafür. Dann, wenn du schon gut lernst, bringt dir alle Lernerei nichts, ja, wenn du es nicht schaffst, irgendwie auch die richtigen Strategien zu verwenden. Ja, da werde ich jetzt gleich im Anschluss auch nochmal ein Video aufnehmen, wo ich dann nochmal auf den Punkt sehr genauer eingehen will. Worauf ich jetzt aber hier in dem Video den Schwerpunkt legen möchte, ist der dritte Punkt, und über den spricht einfach niemand. Und zwar, dass du deine eigene Identität auflösen musst. Ja, was bedeutet das Ganze? Du bist ja jetzt nicht erst seit gestern in der Schule, sondern du gehst schon seit Wochen, Monaten, Jahren, vielleicht sogar schon seit einem ganzen Jahrzehnt ja eigentlich in die Schule. Und wir als Menschen kreieren immer Identitäten über uns selbst, wenn wir irgendeine Sache länger tun. Ja, zum Beispiel warst du vielleicht länger mal in der Fußballmannschaft oder in einer anderen Sportmannschaft, in einem anderen Verein, hast was anderes ehrenamtlich gemacht, in anderen Projekten mitgearbeitet, wie auch immer. Und du merkst sehr schnell, innerhalb dieser Ökosysteme, sage ich mal, also sei es jetzt der Fußballverein, sei es der Volleyballclub, sei es eine ehrenamtliche Tätigkeit oder in der Schule eine extra AG oder wie auch immer, es werden sehr schnell Hierarchien aufgeteilt und auch Rollen verteilt. Und du nimmst für dich selbst immer in jeder Situation, und gerade wenn die Situation häufiger vorkommt, eine bestimmte Rolle an. Und diese Rolle wird zu deiner Identität. Deswegen, was ich dich jetzt einlade, dich persönlich zu fragen, ist, welche Identität hast du über dich selbst als Schüler? Weil es gibt zum Beispiel die Schüler, die schreiben einfach immer sehr gute Noten. Ja? Und jetzt sagen manche, ja, die lernen halt mehr, die sind halt intelligenter und so weiter. Aber ich kann euch versprechen, dass es das nicht wirklich die wahre Ursache ist, warum diese Schüler konstant sehr gute Noten schreiben. Die wahre Ursache ist, dass sie die Identität von sich selbst haben, dass sie Schüler sind, die sehr gute Noten schreiben. Denn was passiert mit einem Schüler, der von sich selbst glaubt, dass er jemand ist, der die ganze Zeit sehr gute Noten schreibt, wenn er auf einmal mal nicht sehr gute Noten schreibt?
Es wird in sein Weltbild überhaupt nicht reinpassen. Ja, er wird sofort nach der Ursache suchen, warum er keine sehr guten Noten geschrieben hat. Die finden, die lösen und dann sofort wieder sehr gute Noten schreiben. Ja, wenn du aber über dich zum Beispiel die Identität hast, ja, ich bin aber kein Einserschüler. Ja, ich bin eher so Zweier, Dreier. Ja, und das muss auch nicht grundsätzlich so sein. Schau doch gerne mal deine Identität in jedem Fach konkret an. Ja, zum Beispiel kann es sein, dass du überall sehr gut bist oder schon ziemlich gut bist, nur in Mathe hast du diese Blockade im Sinne von, oh ja, in Mathe bin ich einfach nicht gut. Mathe kann ich einfach nicht. Da habe ich einfach seit 6 Jahren schon eine 4. Ja, oder in Deutsch. Ja, in Deutsch kann man sich halt nicht verbessern. Da bin ich nicht so gut drin. Das liegt mir nicht so. Und das kann alles sein. Ja, nur solange du diese Identität von dir selbst hast, kannst du so viel lernen für die Schule oder auch konkret gesprochen für das jeweilige Fach. Du wirst dich nicht verbessern, weil du es in deinem Kopf überhaupt nicht annehmen kannst, dass du in dem entsprechenden Fach oder grundsätzlich in der Schule überhaupt auf diesem Level performen kannst. Das ist auch eine Sache, die merken wir bei uns im Coaching so stark, weswegen wir da eben auch ein intensives Coaching anbieten, weil natürlich können wir auch im Coaching extrem gute Strategien mitgeben und die Person als Coaching-Teilnehmer, die können wir auch motivieren und die bringt im Idealfall auch schon einen hohen Grad an Engagement mit. Nur selbst wenn du hohes Engagement mit sehr guten Strategien verknüpfst, wird diese Kombination nicht zum Erfolg führen, wenn die Person nach wie vor über sich selbst die Identität hat, ich bin grundsätzlich oder in dem entsprechenden Fach einfach kein guter Schüler. Und genau das lösen wir zum Beispiel auch bei uns im Traumabitur-Coaching auf, weil ich das selbst einfach sehr stark gemerkt habe. Zum Beispiel, einige von euch kennen ja auch meine persönliche Story. Ich hatte in Deutsch in der 11. Klasse 6 und 7 Punkte. Ja, es war mein erstes Jahr in der Oberstufe und habe auch die ganze Zeit daran geglaubt, dass man sich in Deutsch nicht verbessern kann. Und eigentlich hätte ich alles gehabt, ich hatte mich angestrengt, ich habe grundsätzlich auch verstanden, was ich tun muss, aber trotzdem haben sich meine Noten nicht geändert. Warum? Weil ich mir selbst nicht zugetraut habe, weil ich es nicht als möglich erachtet habe, dass ich mich auch in Deutsch überhaupt so stark verbessern könnte. Dann habe ich aber in meinem letzten Jahr über die Sommerferien dann beschlossen, nee, ich gebe diese Überzeugung jetzt auf. Ich glaube nicht mehr daran, dass ich, Leo Eckel, mich in Deutsch nicht verbessern kann. Und auch wenn es mir jeder um mich herum erzählt, ich glaube da nicht dran. Ich glaube da einfach nicht daran und ich will das jetzt verändern und ich will schauen, ob das funktioniert. Hab diese Überzeugung in mir einfach losgelassen, habe mich angestrengt, habe mir die Strategien angeschaut, auf die es ankommt und tada, 15 Punkte im Deutsch-Abi. Und das hat nicht mal irgendjemand, glaube ich, an meiner Schule geschafft, die sonst über die 4 Halbjahre in der Oberstufe immer sehr gute Noten in Deutsch, teilweise auch mal 13, 14, 15 Punkte in den Klausuren geschrieben haben. Und da war ich meilenweit davon entfernt. Aber das Wichtige ist, dass ich meine Identität aufgegeben habe. Ja, das ist das Entscheidende. Und das Gleiche gilt übrigens auch mit dem Stress, ja, um auch auf den zweiten Punkt noch genauer einzugehen. Es kann sein, dass du vielleicht schon ganz gut in der Schule bist, aber wenn du merkst, du bist die ganze Zeit gestresst, setzt dich ständig unter Druck, hast überhaupt keine Freizeit mehr, dir wächst alles komplett über den Kopf, ja, dann verspreche ich dir hiermit, es ist nicht deswegen, und auch wenn du mir jetzt das überhaupt nicht glauben wirst, es ist nicht deswegen, weil in der Oberstufe alles so viel ist, weil deine Lehrer dir gerade so viel aufgegeben haben oder wie auch immer, sondern es ist ausschließlich aus dem Grund, dass dir entweder die richtige Struktur fehlt oder du es in dir gar nicht zulassen kannst, nicht gestresst zu sein. Das merke ich auch immer wieder bei unseren Coaching-Teilnehmern. Es ist so intensiv. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel Schüler, die bei uns ins Coaching kommen und eigentlich schon ganz gut sind, aber total gestresst sind, nach 1 bis 2 Wochen schon so einen hohen Grad an Erlösung einfach erfahren, weil ich ihnen erstmal erlaube, dass es okay ist, dass sie einfach die Struktur wie mitgeben von unseren Programm einfach übernehmen dürfen und durch diese klare Struktur dann eigentlich auch keinen Stress mehr brauchen. Ja, dass das eigentlich nicht notwendig ist. Und ab dem Zeitpunkt, wo das passiert, ja, ist es natürlich so, dass man merkt, wow, es geht ja auch anders. Nur ist der Punkt da, jetzt ist hier der Bildschirm ausgegangen, aber das soll uns vom Video nicht abhalten, dann ist der Punkt natürlich da, dass in dem Moment, wo ich überhaupt erstmal check, Moment mal, es geht auch, es ist auch erlaubt, wenn ich mal keinen Stress habe, ja, wenn ich sehr gute Noten schreibe und mich trotzdem wohl dabei fühle, ja,
Erst wenn du da diese Identität änderst, weg von, oh, ich bin aber diese Person, die sich die ganze Zeit anstrengt und stresst und oh, und alles ist so viel und ich schreibe zwar ganz gute Noten, aber ich muss mich immer so reinmühen, alles ist so anstrengend. Ja, wenn du diese Identität, die du da ja auch über die Wochen und Monate und Jahre vielleicht auch schon in der Oberstufe auch oder in den vorherigen Klassen über dich selbst aufgebaut hast, ja, wenn du das loslässt, ab diesem Zeitpunkt steht überhaupt erstmal das Tor offen, dass du eben auch stressfrei durch die Oberstufe gehst. Und ich verspreche dir, auch wenn es sich für dich so anfühlt, wenn du diesen Stress loslässt, wenn du diesen Druck loslässt, wird langfristig gesehen deine Note nicht darunter leiden. Wie das genau funktioniert, erklären wir dir sehr gerne bei uns im Traumabitur-Coaching. Dafür kannst du dich sehr gerne einfach im ersten angepinnten Kommentar in den YouTube-Kommentaren oder auch im ersten Link in der YouTube-Beschreibung bewerben. Einfach mal auf eine kostenlose Beratungssession bei uns bewerben und dann können wir da eben auch genauer darüber sprechen, wie ist gerade deine Situation, wo möchtest du hin und wie können wir dir da dann eben auch konkret helfen. Deswegen bewerb dich sehr, sehr gerne. Ich freue mich dann gegebenenfalls mit dir als dein persönlicher Coach zusammenzuarbeiten und bis dahin denk dran, ich glaube an dich. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.